sind heute hier zusammengekommen wegen einer Übung mit dem Ziel einer Waldbrandbekämpfung. Die Übungen sind in drei Teile gestuft. Das eine ist eine Waldbrandbekämpfung aus der Luft. Der zweite Teil ist eine lange Wegeversorgung, um diesen Löschwasserbehälter, der aus der Luft benutzt wird, dann zu füllen. Und der dritte Teil war im Prinzip die eigene Truppe mit der Waldbrandbekämpfungshilfsmitteln, die wir jetzt neu eingeführt haben, zu schulen. Das waren die drei Teile für den heutigen Tag. Ihr habt jetzt Wasser einmal aus dem Teich genommen, aus dem Löschteich und aber auch einmal aus dem Behälter, ne? Ja, also für den ersten Abschnitt, Waldbrandbekämpfung aus der Luft, war das zentrale Ziel, dass wir diesen Löschwasserbehälter, der für den Hubschrauber gedacht ist, zunächst mal mit Wasser aus den öffentlichen Mitteln, beispielsweise hier aus einem Löschteich, beispielsweise von Tanklöschfahrzeugen oder beispielsweise aus landwirtschaftlichen Betrieben gefüllt bekommen. Das haben wir jetzt nachgebildet, haben hier quasi das Wasser aus dem Löschteich entnommen und haben das in den Löschwasserbehälter, der 36.000 Liter aufnimmt, dann gefüllt. In diesem Behälter ist dann der Hubschrauber mit seinem Fireflex Löschwasserbehälter, Außenlastbehälter eingetaucht, hat diesen dann mit Wasser gefüllt und hat dann simuliert, den über einer Brandstelle im Wald oder jeder anderen Stelle dann entsprechend, wo der Hubschrauber zum Einsatz kommt, dann eben abzulassen. Für die Piloten ist das eine Pflichtübung alle Jahre und wir haben das jetzt hier verbunden. In Hessen sind es eben drei Einheiten, die in Wolfhagen, in Lauterbach, in Darmstadt stationiert sind vom Land Hessen. Und in den kommenden zwei oder drei Wochenende werden dann eben alle Standorte jetzt einmal beübt, damit wir die Zusammenarbeit mit Hubschrauber, mit Löschwasserbehälter eben dann einmal im Jahr gemacht haben. Dieses Jahr ist es halt zu keinem großen Waldbrand gekommen durch die Wetterverhältnisse, die wir hatten. In den vergangenen Jahren hatten wir schon relativ viele Waldbrände hier in Hessen, sodass das immer ein Muss ist und wir jetzt relativ am Anfang noch der Ausbildung sind und uns immer wieder dann neu abstimmen müssen. Voriges Jahr gab es aber keine Übung, ne? Nee, letztes Jahr ist er ausgefallen. Aufgrund der Corona-Pandemie-Bedingungen konnten diese Übungen nicht stattfinden. Im Jahr davor waren wir in Wildflecken auf dem Truppenübungsplatz, haben dort mit allen Einheiten, einschließlich der Bundespolizei, die ja dann auch zum Einsatz kommt, für die haben wir ja auch die beiden Außenlastbehälter mit dran, die dann deutlich mehr Wasser aufnehmen, weil es eben größere Hubschrauber sind, die im Außenlastbereich dann auch mehr transportieren können. Wie viele Einsatzfahrzeuge waren denn hier? Wir waren mit ca. 10 Fahrzeugen hier vor Ort, alles hier vom Kern, von der Kernstadt und haben im Prinzip den gesamten Einsatz hier abgeführt über die drei Abschnitte. Das waren dann wie viele Einsatzkräfte? Wir waren ca. 25 Einsatzkräfte. Genau. So, und nächstes Jahr soll sowas wieder stattfinden? Ja, das muss man sehen, wie das nächstes Jahr weitergeht. Wenn die Pandemie das zulässt, wird dann eine weitere Übung vielleicht dann in einem anderen Landkreis. Wir sind jetzt immer im eigenen Landkreis gewesen. Wir sind jetzt zuständig für den Regierungspräsidium Gießen. Und dort werden wir wahrscheinlich dann vielleicht, aber das sind Vorgaben, die das Innenministerium dann macht, die sind ja Eigentümer. Wir sind ja das Personal, was das bedient und die geben natürlich die Übungsszenarien dann vor, wie heute auch. Gab es irgendwelche Probleme oder was konntet ihr davon mitnehmen? Also ich sag mal, es ist nach zwei Jahren natürlich wieder mal ganz einfach notwendig, wieder die handwerklichen Dinge zu machen, ganz klar. Ja. Man kann alles zwar in Theorie ersetzen, aber die Praxis fehlt. Und das war heute ganz, ganz wichtig, dass wir wieder mal die handwerklichen Dinge geübt haben und die haben gut funktioniert. Wir haben heute eine ganze Reihe junge Maschinisten dabei gehabt, Leute, die wir am Standort ausbilden, die zukünftig dann die Löschfahrzeuge auch im Einsatz fahren. Und für die ist natürlich so eine lange Wegeübung kein alltägliches Szenario, was wir heute hier gemacht haben. Wir haben ca. 1500 Meter Löschwasserförderung aufgebaut mit mehreren Spritzen, damit das Wasser von A nach B transportiert wird. Und hier haben wir simuliert, wir würden jetzt über diese Entfernung das Löschwasser fördern und würden es dann quasi dem Löschwasserbehälter zuführen. Der Hubschrauber hat natürlich hier an dieser Möglichkeit auch nochmal die Chance genutzt, da der Löschteich nebendran ist, direkt das Wasser zu entnehmen. Das wäre in Realität gar nicht der Fall. Hier würden wir in der Realität gar nicht den Löschwasserbehälter hier aufstellen, weil die öffentliche Wasserentnahme da ist.